Herzlich willkommen zu diesem Let's Play Final Fantasy VII Remake auf der PlayStation 4. Im letzten Part haben wir den Kindern geholfen und einen ziemlich cringigen Mokri gefunden und müssen jetzt in Sektor 5 in den Slums, wie man sieht, ganz offensichtlich, müssen wir hier ein paar Umwege gehen, um ein Monster zu finden, was uns in Auftrag gegeben wurde, dass wir es beseitigen sollen. Aber ist das? Och, noch mehr Umweg. Na gut. War es eigentlich notwendig, so weit außerhalb zu gehen? Jetzt bin ich auch einfach hier rum. Ach, egal. Nicht lange nachdenken, sondern direkt hinrennen. Glücklicherweise ist der Weg hierhin nicht allzu kompliziert. Es muss doch einen Ausweg geben. Das ist doch der Auftrag. Hallo Monster. Jetzt. Das sind noch mehr. Schaden, ne? Was soll das? Es reicht jetzt aber auch. Nimm das! Wirkungslos. Jetzt hält er auch gleich wirkungslos. Deswegen ist echt schnell die Gegner. Ist doch nicht. Ich war schon wieder fast tot. Ich habe manchmal echt das Gefühl, die Gegner verarschen uns. Platt und der andere gleich auch, wenn er sich jetzt so schön treffen lässt. Gute Arbeit! Untersuchung zu Subspezien. Moment, aber das war. Hä? Wie was? Das war gar nicht der Auftrag. Das war ein anderer Auftrag. Das war für Chatley. Aber wir haben den wir gerade gesehen haben. Oder den wir eben im letzten Part gesehen hatten. Dieses Monster war das nicht. Das war ein anderes. Drei von fünf? Waren da mehr? Hä? Was? Der Kampf wurde doch aber abgebrochen. Dann wo ist der Rest? Also dafür, dass die hier sein sollen, sind erschreckend wenig. Hä? Ich ist komplett lost. Wäre demnach ja hier. Na, genau.
Also eigentlich, um genau zu sein, hier. Eigentlich müssten wir da irgendwie runter. Das ist echt seltsam. Wir müssen da unten im Schrott irgendwo sein. Aber das sind sie ganz gewiss nicht. Aber ich will jetzt auch mal kurz überprüfen. Königsfehler ist schön. Aber ich will jetzt auch mal kurz überprüfen, ob wir jetzt diesen Bahnhofsweg gehen können. Elf hat ja alles alleine platt gemacht. Wer wagt es? Bis hier und nicht weiter. Oder leveln die Gegner mit. Das fände ich echt scheiße. Weil dann bringt Leveln effektiv einfach mal gar nichts. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Mal sehen. Mal sehen, wo uns das Ganze hinführt. Ja, wir sollen da rein, da war aber nichts mehr. Da war nichts mehr. Interessant, der Auftrag wird aktiviert oder deaktiviert, sobald wir außer Reichweite rausgehen. Das Problem ist nur... Deswegen geht es hier etwas, da war ja nichts. Also ich gehe jetzt nochmal gerne durch, aber da war ja nichts mehr. Der Geruchsgrad der Soße ist frei wählbar. Sowas finde ich halt immer relativ affig. Ja. Wir suchen was, wir gehen dahin und da ist nichts. Wie schon ist mir das schon in diesem Spiel aufgefallen. Das ist einfach nur affig. Macht doch einfach die Quest übersichtlich. Checkt ihr das nicht? Oh, der Zielbereich ist ganz klar hier. Hier ist aber nichts. Das haben wir eben schon gesehen. Ich gehe jetzt hier nochmal alles durch. Wartet mal. Es kann aber... Moment. Das hier kann aber auch anzeigen, dass sich das im Gesamtbereich irgendwo auffällt. Also auch hier. Oder da unten. Da bleibt aber eigentlich auch nicht mehr viel übrig. Da fällt mir noch was ein. Ich meine, wir hatten da vorne ja noch eine Sackgasse. Diese Richtung ging, da könnten auch noch Gegner sein. Es sind die restlichen drei, ich bin gut. Sind zwar scheiße nervig, diese Teile, aber... Naja, irgendwen werden wir ja nicht klatschen. Das war ein guter Treffer. Hier, irgendwas hat uns richtig gefickt. Junge!
ernsthaft wehtun können sie uns ja nicht. Klar, mal zwischendurch mal hier, mal da, das war doch die Schnauze, aber ernsthaft? Schaden tun sie uns nicht. Sie sitzen einfach nur herum und nerven. Wer tun sie nicht? Alles klar, ich mache meinen Kram. Der heilt sich nicht schnell genug und zack, ist Cloud wieder tot. Haben wir gleich. Wechsel! Ich muss mich heilen, schneller. Das sollte reichen. Danke, endlich habe ich auch mal was. Jetzt können wir nämlich wieder Aerospeeder benutzen. Seitdem wir heilen sie schnell genug. Aber passt mal auf. Es wird jetzt so ablaufen. Wir heilen die jetzt. Die geht aber schnell vorher tot. Oder wir heilen sie einfach gar nicht, weil wir... Oh, diese scheiß Drecksgegner hier so nervig sind. Dass man nicht mal seine Animationen machen kann, ne? Wieso macht das immer 600 Schaden, Alter? Das Spiel ist aus. Leckt mich halt doch. Das war's dann. Wir haben gar nichts können. Ich mach mein Limit und werde unterbrochen. Wie mir das auf den Sack geht. Behinderte Mistviecher. Boah, ist das nervig. Oh, beeil dich mit dem Laden, komm. Also das hier ist doch jetzt... Ist doch zum Aufregen. Wie viel Leben haben wir? Ja, wir sind ja nicht mal voll. 600 Leben abgezockt und dann immer Heilung verhindert, hier verhindert, da verhindert. Leck mich doch am Arsch. Ich hol mir gerade mal... Ich regeneriere mich gerade mal von ganz vorne für so Scheißgegner. Wenn das jetzt irgendeine fette Maschine wäre, gar kein Ding, aber einfach so kleine, pissige, Wichser-technische Scheißgegner. Wir hatten noch nicht viele Game Overs, 3 oder 4 Stück. Probiert diese Fleischklößchen, nur hier in den Fleisch. Und dann sieht man einfach mal wieder, wie asozial das ist. Wenn wir an solchen Scheißgegnern verrecken. Gibt es hier eigentlich noch was Gutes zu kaufen? Nichts, was wir nicht schon längst hätten. Ich habe ehrlicherweise jetzt schon wieder keinen Bock auf diese Viecher. Ich habe einfach keinen Bock darauf. Mit geheimer Spezialsoße. Oder sind wir 5-mal gestorben? Auf jeden Fall wirklich noch nicht oft. Einmal im allerersten Bossfight.
Einmal bei dem Motorradfahren, wo wir gegen Lotsche gekämpft hatten. Aber für mich gibt's auch was zu tun, oder? Es ist aus. Dann gegen die zwei Königin, diese zwei, wo wir die Strahlen ausmachen mussten. Und jetzt? Sonst noch wo? Oh, das war ja cool. Könnten wir auf die anderen Gegner vielleicht auch mal anwenden, diese Fähigkeit. Wir sind immer noch full life. Jo, wir haben die Gegner geklatscht, ohne Leben zu verlieren. Und diese Wichser hier schaffen wir nicht. Das ist unnormal. Nein. Schon fast wieder tot. Taktisch kämpfen. Das ist ja übelste Sorte. Da ist schon wieder einer am Boden. Immun gegen... Was ist denn da immun? Wind. Einfach besser. Hoffen, dass wir ein bisschen Glück haben. Auf ein neues. Wir werden immer getroffen, immer von dieser scheiß Bodenattacke. Immer von dieser Bodenattacke. Zwei Stück und wir können wieder Witra verschwenden. Ja, wenn du noch mal zwei von den Augen. Der zweite. Das war's dann. Wirkungslos. Alles klar. Leckt mich am Arsch. Okay, der nächste direkt Bodenattacke, den ich kurz mache, nicht tot. Ich trifft mich sogar, wenn ich in der Luft bin. Das war's dann. Zwei gekillt. Das ist mal eine Ansage. Das kann doch bestimmt auch heilen. Los, warm anziehen.
mich, weil lass immer mich der Spieler kann. Alter. Okay. Ja, direkt mal zu dem Typen zurück und dann direkt wieder aufheilen. Alter. Mich hat fast den ganzen Part mit diesen beschissenen Drecksaugen auseinandergesetzt. Aber das ist auch wirklich Potenzial für einfach nur eklige Gegner. Das ist genau wie die Hippokampen, diese scheiß Seepferdchen da. Ja, genauso Arschlöcher. Also einfach nur so richtige Hurenböcker. Das sind die, die da sind und die keiner mag. Und das sind einfach nur Gegner, wo man einfach drauf hofft, dass sie nicht nochmal vorkommen. Da bist du ja. Ich hab schon von deiner Heldentat gehört. Shinra-Roboter, die sich in die Slums verirren. Daran kann nur die Explosion im Mako-Reaktor schuld sein. Die dachten bestimmt, sie patrouillieren noch im Reaktor und haben mich daher als Eindringling identifiziert. Gut möglich. Fast tun sie mir leid. Konnten nur tun, wozu sie programmiert wurden. Aber hey, was erwarte ich auch von Shinra? Deren Gardisten sind ja nicht anders. Was weißt du schon? Na, jedenfalls wäre der Fall damit gelöst, oder? Und wenn Sie wieder ein Problem haben, wissen Sie ja jetzt, an wen Sie sich wenden können? Natürlich. Es war wirklich ein Glück, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank für eure Hilfe. Hey, kann ich dich vielleicht um noch einen Gefallen bitten? Button. Vor dem Waffenladen sitzt ein älterer Herr, der ziemlich geknickt aussieht. Sprich ihn doch mal an. Wenn es so weit kommt, werde ich auch kämpfen. Okay, Schutzstiefel. Können die was? Sag mal, wofür sind die Items eigentlich da, wenn sie nichts bringen? Was ist das denn? Für solche Arschlöcher kriegst du hier Items, die nichts bringen. Nichts. Die einfach nur einen Wert von 0 haben. Okay, was haben die denn für eine Schütze, die haben das Gefolge schon gemacht? Ach so, ja klar, gut, ne? Eine Fähigkeit, aber nö. Nö. Okay, gucken wir mal auf den nächsten Auftrag. Waffen. Ja, apropos Waffenladen, hier haben wir doch auch... Ich glaube, da sollten wir uns ohnehin mal umschauen. Das ist ja sogar direkt hier, ne? Na, welche darf es sein? Haben wir was Gutes? Kennen die auch sowas wie Schwerter? Okay, das sieht zwar cool aus, aber das ist nix für Magieresistenz. Würde ich auf diese Art und Weise nicht empfehlen. Genügt das deinen Ansprüchen? Ich verstehe es nicht. Wozu ist ein Laden da, wenn es schlechter ist als alles das, was wir brauchen? Okay, sprechen wir mal mit dem alten Mann. Oh, dich kenne ich doch. Du bist also der, den sie den Alleskönner nennen. Weißt du, heute ist der Todestag meiner Frau und ich würde gerne ihr Grab besuchen. Ich soll jetzt aber zum Friedhof auf dem Friedhof haben sich grausige Bestien eingenistet. Die eben noch nicht da waren. Könntest du vielleicht an meiner Stelle zum Grab meiner Frau gehen und beten? Das wird nicht billig. Danke dir, mein Junge. Der Friedhof liegt hinter dem Fluss. Ich habe aber gehört, dass das Tor verschlossen worden sein soll. Oh, alles schon geregelt. Damit sich kein nichtsahnender Mensch dort hinein verirrt, heißt es. Sag mal, haben wir bei Moggy nicht einen Friedhofsschlüssel getauscht? Ja, dafür ist es also dafür. Exakt diese Mission ist dieser sogenannte Friedhof da. Der befindet sich hier, ne? Ja, also das ist effektiv nur geradeaus. Dann gleich hier. Bin ich dumm? Ja, doch da lang.
Da sollen wir also ein paar Bestien platt machen. Ich freue mich. Hoffentlich nicht so scheiße wie eben die Viecher. Ah ja, ich sehe schon. Bewegt sich irgendwas. Wenn ihr das hier Friedhof nennt, sind das Königinnen. Aber nicht drei Stück, oder? Auf geht's! Hey, wie viel halten die aus? Verbrennen! Hält ja alles viel aus. Mein Einsatz. Die halten so viel aus wie Bosse. Die haben schon echt Bosse erlebt, die so viel aushalten. Klar, die sollen ja auch nicht so einfach sein, sind ja Quests, aber trotzdem. Wenigstens machen die nicht so einen ekligen Schaden. Als ob ich mich jetzt nicht mehr bewegen darf. Brauch mal kurz eine Pause. Okay, ich mach das! Achtung! Und los! Meinst du Ende? Klaus, mal aufhelfen hier. Klar, bei Zeit verlieren auch wir hier Leben. Aber der muss zuerst weg. Muss wach bleiben. Ich bin bereit. Die Gegner erhalten echt fast gar keinen Schaden mehr. Och ja. Was ist denn jetzt mal gut? Ich will den anderen platt machen. Komm nicht. Geht das überhaupt mal hier voran, Mensch? Ich tu, was ich kann. Tut mir leid, mach du mal. Das war's dann. Klaut schon wieder so wenig Leben. So wird das nichts. Wach bleiben. Oh. Mir wird schon was einfallen. Und wieder besser. Nicht aufgeben. Wir haben nur noch zwei Einschläferungsmaschinen. In gefühlt drei Jahren haben wir die Dinger auch mal platt gemacht. Nicht jetzt. Schon wieder. Boah, Mann. 5 Minuten. Basti-Star, soll einfach mal kämpfen. Alle nur am Pennen hier. Ja, 500 Schaden gedrückt. Das Spiel ist aus. Komm nicht dagegen an. Mir wird schon was einfallen. So, Cloud muss am Leben bleiben. Der muss am Leben bleiben. Oh, ey, diese scheiß Rumpennerei, Mann. Komm.
Alter, ist es denn mal gut jetzt? Irgendwelche letzten Worte? Wie das den nicht tötet. Ich glaube, das ist der erste Gegner, der erste oder der zweite Gegner, der nicht direkt getötet wird durch sowas. So, endlich mal einen Schock, dann kriegen wir den letzten nämlich auch noch hin. Muss wach bleiben. Nein. Ich tu, was ich kann. Damit geht es wieder. Ich mach mal kurz Pause. Ich hab dich gerade eben geheilt. Ihr seht's ja selbst, das ist einfach nur abartig. Und Cloud könnte auch mal 5 Jahre auch endlich mal aufwachen. Das wird so nichts. Verzieh dich! Jetzt! Nur die Ruhe bewahren. Da muss ich jetzt durch. Ich weiß echt nicht, was ich hier mache. Kann der mal aufstehen jetzt? Ja. Oh, Mensch, Cloud. Ziemlich lästig. Neuer Plan. Zeit zum Ausruhen, oder? Fügt eine Belastung. Ja. Ja, könnte man mal brauchen. Das ist ja mal praktisch. Nichts hat bisher so wenig Schaden gemacht als diese Drecksgegner. Trifft es wieder nicht. Ich komm nicht dagegen an. Oh. Da muss ich jetzt durch. Der ist für dich. Hoppla. Macht das überhaupt anständig Schaden? 5 Minuten. Wieso wird Cloud denn jetzt immer noch hier abgezockt? Hab ich aber genug. Boah. Jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll von den Scheißviechern. Wir sollten zurück und Bericht erstatten. Boah. Da war also kurz der Friedhof gewesen. Es war jetzt eigentlich nur um XP zu sammeln. Mehr haben wir nicht gemacht, aber... Geht's denn noch ein bisschen schwerer, noch ein bisschen nerviger? 5 Milliarden Jahre hier rumschlafen. Aerith ist schon fast wieder tot. Das will ich mal kurz reparieren, Leute. Bei Chetli, also ist quasi hier irgendwo. Ja, hier ist eine Bank. Wegen dieser Sache mit Avalanche ist unser Großvater tot. Weg da! Mensch! Hier ist ja alles nervig. Außer das Haus von Aerith, das ist cool. So. Wehe, es gibt hier keine Belohnung. Ich stehe wieder in deiner Schuld. Nietenreif. Hier, deine Belohnung. Diesem Herrn hier habe ich viel zu verdanken. Na, und dir mittlerweile wohl auch. Also hier, das ist für dich.
Nun nimm schon. Wir haben das Grab deiner Frau gepflegt und für sie gebetet. Ah, danke dir, mein Kind. Dank euch kann ich wieder ruhig schlafen. Ich hatte sogar schon überlegt, das Grab meiner Frau gar nicht mehr zu besuchen. Mit meinen schwachen Beinen wird das nichts mehr, das habe ich mir immer wieder gedacht. Nur noch ein allerletztes Mal entschied ich. Und genau in diesem Augenblick seid ihr auf einmal vor mir aufgetaucht. Allein schaffe ich's nicht mehr. Meine Frau hätte Verständnis dafür. Oh. Der Friedhofsschlüssel. Bring ihn Moggy zurück. Aber ich kann doch nicht. Warum bringst du ihn nicht zurück? Außerdem schuldet ihr mir 5000 Geld. 5000? Geld, Geld, immer nur Geld. Ich verstehe ja schon. Deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Den Schlüssel bringe ich selbst zurück. Ach, was für eine Schande. Das ist die Welt, die Shinra uns eingebrochen hat. Ja, komm, für so scheiß Gegner muss man auch ein bisschen bezahlen. Die haben wir jetzt das Geld bekommen? Sich auf uns. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben. Schon. Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne. Aber ich bin nicht immer da, weißt du? Natürlich. Tut mir leid. Aber meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Ja, aber wenigstens ist es nur deine Gesellschaft. Cloud muss ja alles alleine machen. Haben wir jetzt das Geld bekommen oder nicht? Könnte sein, dass das 5000 Gil waren. Könnte sein, ja, könnte hinhauen. Aber dass er sich hier noch so rumbeschwert. Nee, also ich denke mir halt so, ja gut, ne? Wenn man was will, muss man dafür zahlen. Fertig. Ich kann ihn auch vertrieblich verstehen. Ich meine, das ist für das Grab seiner Frau, aber trotzdem... Tja, alles kostet. Genauso wie auch manchmal die Wartezeit. Und deswegen, meine lieben Freunde, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7. Ich freue mich schon auf den nächsten Part, der bitte ein bisschen besser ausfallen wird. Und nicht ganz so übelst nervig. Und dann lasst doch ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon und ciao.